Mein erster offizieller Termin im Jahr 2022 ist so wie in fast allen vorherigen Jahren, mit Ausnahme des Jahres 2021, in dem es keine Sternsinger-Aktion gab, immer der Empfang der Sternsingerinnen und Sternsinger hier im Rathaus. Die Sternsinger-Aktion macht darauf aufmerksam, dass es in der Welt viele Kinder gibt, denen es noch schlechter geht als manchen Kindern in Deutschland. Sie macht aber auch darauf aufmerksam, dass der Stern, unter dem die Sternsingerinnen und Sternsinger unterwegs ist, den Menschen Hoffnung und Segen bringen soll. Und den können wir im Rathaus gut gebrauchen, für alle Menschen, die hier arbeiten, genauso wie für Bürgerinnen und Bürger, die hier hinkommen, aber auch die Kolleginnen und Kollegen, die hier Politik machen. Deshalb bin ich dankbar für dieses große Engagement und die guten Wünsche und den Segen, die die Sternsingerinnen und Sternsinger uns hier bringen.